So, und ein herzliches Willkommen zum nächsten Teil. Wir wollten zum nächsten Psycho-Attacke. Und dann, ja. Gehen wir vielleicht doch mal der Hauptquest nach. Hatte ich mir so überlegt. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir dem nächsten Psycho hier abknallen. So, dann erstmal drehen hier. Ja, wunderbar. Okay, geradeaus. Und dann gleich links und wieder rechts. Okay. Das sollten wir doch hinkriegen. Okay. Jetzt hier links. Gleich wieder rechts. Okay. Und Vollgas. Okay. Irgendeiner hat mich entdeckt. Schon wieder so ein Bandenscheiß hier. Das ist irgendeine Hinterhofparty. Okay. Okay, gut. Haben wir das auch mal gesehen, also hier hoch. Über die Brücke. Und wie komme ich jetzt da rechts rum? Ah ja. Was beim N-Ray, guck mal. Hey, beim NCPD wurde ein Cyberpsycho gemeldet und sie haben sogar eine Patrouille geschickt. Aber von der hat man seit Stunden nichts gehört. Entweder haben die Bullen Schiss bekommen oder... Egal. Sieh dir das mal an für mich, okay? Ich wäre dir sehr dankbar. Wenn der die Bullen kalt gemacht hat, macht Maxtech den nie und nimmer lebend dingfest. Wir sind seine einzige Chance, dass er da an einem Stück rauskommt, okay? Will ich das? Okay, ich komme da nicht durch. Kann ich zumindest aussteigen? Okay. Okay, da drüben ist der Psycho. Dann gucken wir uns den Typen mal an. Ah, hier ist das Polizeiauto. Bin getroffen! Oha. Oh, fuck. Oh je. Okay, die sind auf jeden Fall hinüber. Neutralisiere die Bedrohung. Jedes Mal die falsche Taste, ey! Was ist das? Button. Militech, okay. Ist das der Psycho? Ja. Okay. Ich könnte ihn mal überhitzen. Oh, scheiße, was hat der drauf? Boah. Irgendwie so eine Art Speedbuff. Wäsche ich ihn? Nee. Komm, guck doch raus. Erwischt. Okay. Okay. Okay, okay. Großer Typ.
ist kein guter Schütze. Ich muss diese Scheiß-Taste woanders hinlegen hier. Ah! Schrocken, du Arsch. Ja gut, wenn das so funktioniert, das wird mir auch recht sein. Ich hätte jetzt gedacht, da muss ich vielleicht ein bisschen besser hin. Zum Prozent hat er noch. Oh. Irgendwie eine Schreckschuss. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall, was wir da haben, alles mitnehmen hier. Ja, der Typ auf jeden Fall einfacher wie der andere Psycho. Was bist du? Okay. Was hast du denn da? Nehmen bitte. Das sieht irgendwie nach einem Scharfschützengewehr aus. Was bist du? Eine Reaktion, ein Lebenszeichen. Militech. Widerrechtliche Gefangenhaltung, widerrechtliches Betreten von Konzerngrund. Okay. Ja. Ich soll hier auf jeden Fall irgendwas finden, ich weiß nur noch nicht was. Einschalten? Nein. Ich möchte ja was finden. Okay, nicht drüber verfolgbar. Ping, das ist doch... Überladen. Explosiv, ja. Was ist das? Daten, Kram. Daten, Radio, Fehlfunktion anpingen. Auto. Beseitigung, Ablenkung, Ablenkungsmanöver. Nicht rückverfolgbar. Was haben wir hier noch? Flutlicht, ja. Das ist auch explosiv wahrscheinlich, ja. Da ist was. Mal mitnehmen. Blutlicht. Lebt noch, ne? Besucht in Night City, ja. Was haben wir denn hier? Generator? Explosiv. Zugangspunkt. Hm.
Kann ich da irgendwie hoch? Verbinden wir doch mal. Irgendwann müssen wir das ja auch mal schaffen. Einfaches Data Mining. Eure dolle Kickerpunkte, Quickex und Quickex Schemata extrahieren. 1C55. Ich muss ja irgendwie in diese Räder kommen. 1C55 installiert. Ja. Ich habe da jetzt den Code ausgewählt. Das ist jetzt nicht irgendwie mal drin oder muss ich die Zeit abwarten? Ich muss die Zeit abwarten. Okay. Daten extrahiert. Quick Hacks. So, bei Cyberware. Tab. Da bin ich doch in den Quick Hacks. Keine Items drin. Okay, hätte gedacht, ich hätte da was. Vielleicht in der Tasche gehabt. So, Quick Hack Komponenten. Okay, hier sind die dann. Okay, kapiert. Ich würde es aber gern nochmal probieren. Kann ich das? Achso, nur einmal möglich, ja? Schade. Mein Name ist Arif Iqbal und dies sind die WNS News. Es gibt eine brandheiße Neuigkeit im internationalen Bereich, oder? Kram. Bei einem Überfall im Orbit wurden Waren im Wert von mehreren Millionen Euro-Dollar aus der Galileo gestohlen. Die Diebe dockten während eines Solarsturms an, der die Radarsysteme durchbrachen dann die Hülle eines Orbital-Air-Labors. Die Weltraumpiraten, wie manche sie nennen, flohen mit mehreren experimentellen Prototypen. Großzügige Belohnung für Hilfe bei der Verhaftung der Verdächtigen versprochen. Zurück zur Erde. Eine erfreuliche Meldung erreicht uns aus Detroit. Für die Motor City, die einstmals für Elend und Wirtschaft... Computer. Zum Glück sind die zahlreichen Deponien, verlassenen Gebäude und Industriegebiete der Stadt so reich an seltenen Rohstoffen, dass sie für die heutige Wirtschaft äußerst wertvoll sind. Allbestellungen dringend. Tausende Migranten packt das Schrottfieber und sie sind in die Stadt unterwegs, um diese nach Elektronik vom Beginn des Jahrhunderts zu durchsuchen. Unbeirrt von gefährlichen Bedingungen und gewalttätigen Gangs legen diese Pioniere wieder einmal wahren amerikanischen Unternehmergeist an den Tag. Unsere Schlussstory. Oh Mann, kann das Radio nicht mehr aufhören? Okay, Matt Leor an den. Scheiße, ich brauche das Zeug für meinen Kopf. Ich brauche es echt dringend. Hab keins mehr. Ich denke nonstop irgendwelche abgefuckte Scheiße, Mann. Ich weiß, dass ich dir noch was schulde, aber bitte, Mann. Ich brauche das Zeug. Zwar heute noch, verstehst du? Ich mache alles dafür. Okay, egal was du willst. Ich bringe wen um, ich klaue. Ist mir egal. Bitte. Hochmodernen Next-Gen Braindance-Headset. Ihre Angehörigen werden die Sorgen der Gegenwart vergessen und in die Leider muss ich Sie aufgrund von mehreren nicht eingegangenen Zahlungen ihrerseits über die Zwangsversteckung ihrer Immobilien informieren, die als Pfand für den Kredit angegebenen wurde. Okay, dann Adresse. Bitte räumen Sie die Immobilie innerhalb von den nächsten 3 Werktagen nach Erhalt dieser Nachricht. Danke für das Einschalten bei WNS News. Andernfalls sehen wir uns gezwungen, im Rahmen der Clear-Kill-Systems Zwangsräumung einzuleiten. Okay. Versicherung. Infolge ihrer Kündigung bei Mercenary Solutions Incorporated erlischt ihre Krankenversicherung mit sofortiger Wirkung. Jeglicher zuvor ausgemachte Arzttermine werden abgesagt. Okay.
schick Regina die Informationen. Okay, dann machen wir das mal. Regina Wells. Der Psycho hat ist ausgeschaltet, aber er lebt. Schicke dir die gesammelten Daten. Sieht aus, als wäre er ein Ex-Söldner im Dienst irgendeines Konzerns. Irgendwann war er nicht mehr nützlich und sie haben ihn freien gelassen. Der Mann hat noch all seine Kampfimplantate, dazu eine schwere PTBS und keine Medikamente mehr. Den Rest kannst du dir denken. Danke für den Aufwand. Ein Kumpel bei der Polizei hat mir die Daten von dem Typen geschickt. War völlig kaputt im Kopf. Hat jeden Tag vierfache Dosen eingeworfen, überhaupt irgendwie klarzukommen. Irgendwann hat der Konzern ihm seine Krankenversicherung weggenommen. Dann kam kein Geld mehr rein und die tickende Zeitbombe ist explodiert. Aber lag das wirklich allein an den Implantaten? Kann man nur schwer sagen. So oder so hast du deine Eddies. Ganz bald. Danke nochmal, dass du dich drum gekümmert hast. Okay. Gut. Ja, arme Sau. So. Dann kann ich ja bald mein Zeugs bezahlen. Hey! Das mit der Karre. Okay, ich dachte schon, mein Auto fährt von einer fort, aber das wäre ja auch zu abgefahren. So, komme ich jetzt hier irgendwie raus, ne? Autsch. So, begib dich zum Afterlife. Bravo, Mann, ja. Um mal der Hauptquest zu folgen. Es sei denn, wir haben zufällig hier nochmal so einen Cyber-Verrückten hier in der Nähe. Es gibt tatsächlich noch zwei, drei. Mal schauen, na. Zahle deine Schulden. Ja, der Auftrag. Psychokiller 2 von 17. Ich bin noch echt unentschlossen, was ich hier machen soll. Ob ich den. Mit oder ohne Dex? Ich habe die Kundin getroffen. Sie hat mir einen BD gezeigt von einem Ort, den wir besuchen sollen. Ich sehe das später checken. Mal gucken, was er dazu sagt. Ob überhaupt reagiert, der Jackie? Nein. Okay. Anscheinend nicht. Kontakte. Geht nicht dran. Okay, auch gut. Ach, geht gut. So. Kann ich das Radio? Ach, danke. Okay. So. Du ging mir jetzt echt doch ein bisschen auf die Nerven. Okay. Sagen wir mal NCPD. Nee. Fahren wir mal ins Afterlife. Gucken wir mal, was die so wollen. So. Ich würde immer noch gern hupen wollen.
Idiot. So. Das Afterlife. Okay. Da geht's gleich rechts rum. Yep. Alter, bist du gerade im Gegenverkehr gefahren? Nee, ich glaube, ich bin einfach nur scheiße gefahren. Yeah. Unkonventionell, aber... Schön mich vor den hingestellt. So, das Afterlife. No. Porque ya tengo planes para esta noche. Virgen Santísima, Mama. Te vas a enterar mañana. Deswegen ging er nicht rum. Yo también te quiero, Mama. Na, endlich, hermano. Was gibt's Neues bei Senora Welz? Ach, du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. So sind Mamas. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen! Das Afterlife. Den Namen kennt man überall. Ehrlich? Nomadenclans sind hier an ein paar ihrer größten Jobs gekommen. Wundert mich nicht. Man kommt nirgendwo in Night City besser an Jobs. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! War mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Wer hätte das gedacht? Ja, oder? Ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben wurden. Hm. Und wer seid ihr, Clowns? Wir sind Freunde von Dexter DeShawn. Er erwartet uns. Yo, Dex! Wir sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Okay. Schon dabei, Bio. Das ist es. Bester Urlaub aller Zeiten. Joy Toys aus allen Ecken der Erde. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du schlagen? Stell's dir vor, Susan Forrest, Boa Boa, vielleicht sogar Morgan Blackhead. Endlich sind wir hier. Hey, siehst du die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Zwei Oldschool-Tequilas mit einem Spritzer Cerveza und Chilischote. Zwei Johnny Silverhands. Komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Ach, was für eine schöne Tradition. Hm. Na komm. Auf Night City.
Und das Afterlife. So, Schütze. Sowas wie lebende Legenden gibt's nicht. Ziemlich hoher Preis. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Musst aber erst als Legende leben. Hm? Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Decks neuester Fund? Mhm. Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mister, woher weißt du das? Wartet euch. Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber, allesamt. Hals- und Beinbruch. Danke. Hier lang. Mann, Homie, du bist riesig. Studio? Ja. Yeah. Ah, ich auch, im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjutsu? Yep. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Ist der pinche Diebo. Je mehr ich hier drin bin, habe ich keinen Bock. Den Job kalte, nicht ohne zu machen, das ist... Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. So, den Flathead... Zum Herstellung. Quatsch. Rucksack. Den habe ich doch. Hier. Ah, Mr. V. Ah ja. Alles klar. Macht's euch bequem. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Ich will sie eigentlich nicht über... Also ich will sie eigentlich nicht verpetzen. Finde ich jetzt auch nicht richtig. Ganz gut, denke ich. Wir waren im Compeki Plaza. Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm. Hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel. Yorinobu Arasaka. Der Kaisersohn und mutmaßliche Erbe. Mhm. Der Mann mit dem Millionen-Eddie-Namen, ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Das ist alles, gehen mit dem Plan durch. Ja, hallo, Parker meinte, wir brauchen dich nicht. Irgendwas stimmt mit ihr, nicht mit ihr. Das ist doch eine nette Umschreibung. Diese Parker. Weiß nicht. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei ihr. Einen Abend schlürft sie Champ Paradis mit Yorinobu, den nächsten redet sie mit Gästen im Lizzies. Passt nicht zusammen. Fiel mir auch auf. Du meinst, wir zählen eins und eins zusammen und haben am Ende drei raus?
dann fehlt was in der Gleichung. Aber deshalb habt ihr mich. Wer euch ficken will, muss erst an Dex Deschamps 300 Pfund Arsch vorbei. Noch was? Okay. Jetzt könnte ich direkt sein. Ah, Mr. V. Mit ihm kriege ich doch mehr Jobs. Auch wenn es so verlockend ist. Ich möchte, glaube ich, nicht ohne Dex. Ich glaube, die Konsequenz daraus, Dex zu verarschen, ist schlimmer wie der Benefit, den ich daraus bekomme. Wenn ich mit der Hallo. Parker direkt einen Deal mache, ohne Dex. Auch wenn es vielleicht daraus folgend noch bessere Jobs geben könnte durch andere Fixer, aber das Risiko ist mir zurzeit so hoch und ja. Ja, da war noch was. Parker hat mir ein Angebot gemacht. Ein Angebot? Aha. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Scheiße, ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Mr. V. Denn Vertrauen ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Genau. Anerkennung bezahlt keine Rechnung. Ich dachte, du wärst angepisst. Ja. Ich dachte, du wärst deswegen angepisster. Ich lebe schon zu lange in NC, um wegen jedem Amateur zu heulen, der mich verarschen will. Parker ist nicht die erste und wird nicht die letzte sein. Anerkennung bringt keine Eddies. Und Evelyn hat uns welche angeboten. Wie hat schon recht, Dex. Keine Sorge, Leute. Dazu kommen wir noch. Okay, dann lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpecki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leid. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Okay. Ne, doch, Fragen hätte ich auf jeden Fall. Wie kommen wir ins Penthouse? Welche Identitäten hast du uns besorgt? Das interessiert Hallo. Mich eigentlich recht wenig, aber bringt uns der Delamain auch wieder weg? Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshawn arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man Stil echt mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre. Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Na, hoffentlich. Sonst noch was? Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskeln. Die Penthouse-Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpeckis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel-Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Mhm. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Okay. Sonst noch was?
Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Oh. Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%. Aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit, Vi. Nee, das möchte ich eigentlich nicht sagen. Danke, aber die Eddies sind nicht so wichtig. Doch, sie sind wichtig. Hallo, ich muss noch Schulden zahlen. Klingt schon besser, Dex. Ka-ching, Baby! Eine Sache noch. Im Konpacki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Was hältst du von... Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren. Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Der Plan, was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich, aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay, können wir dann gehen? Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja, lieber reich werden. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf! Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Okay. Glaub mir, der mäht eine ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn's sein muss. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Wow, was für ein Downer. Dex knausert nicht, hm? Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Gern geschehen. Mann, Excelsior. Genauso fährt man direkt in die Oberliga. Du musst echt mal chillen. Hä? Noch sind wir ja nicht da.
Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Du tust so, als fahren wir zu einer Party, vergiss es. Bleib einfach mit dem Kopf dabei. Ich brauch dich mit klarem Kopf und bei der Sache. Für den Job. Dieser Kopf war in meinem ganzen Leben nie klarer. Lass mich dir was erklären, wie. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Wir nähern uns unserem Zielort. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpeki. Weh, ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bug. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles. Du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich. Alle beide. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Okay. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Porfin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Ja. Okay, Harry. Gehen wir. Okay. Warte, ich hol den Flathead. Jedenfalls sehr schöne Aussicht. Cooles Hotel. So. Für den Job würde ich mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben, Abo nicht vergessen, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja, Jackie. Alles gut.